Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Tommy ist wieder mit dabei, mein Bruder. Der hilft ein bisschen bei diesem Vergleichstest zweier unterschiedlicher Scooter. Unterschiedlicher könnten sie ja nicht sein. Nee, ne? Es geht jetzt nicht nur um die Farbe, schwarz und weiß, sondern wir haben hier zwei ganz unterschiedliche Rollerkonzepte. Eine Vespa kann man als solches ja auch überhaupt in gar keinen Vergleich stellen, weil eine Vespa ist natürlich Kult, das wissen wir. Eine Vespa hat eine Eigenständigkeit, die hat eine ungeheure Tradition und das natürlich jetzt zu vergleichen mit einem BMW-Motorroller, der natürlich schon von den äußeren Eindrücken her auch wieder so eine typische Eigenständigkeit widerspiegelt im Vergleich zur Vespa, ist natürlich schon ein Anspruch, aber wir wollten einfach mal schauen, wie ist das Handling der einzelnen Modelle und das war auch schon sehr spannend, muss man einfach sagen. Marc, vielleicht kannst du uns noch was zu den technischen Daten sagen, weil das sind ja nun wirklich zwei unterschiedliche Motorroller. Ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Baukonzepte, wie man auch schon von der Größe sieht. Hier im klassischen Look der Vespa, die BMW schon ein bisschen moderner von der Bauweise und von der Optik. Die Motoren, wir haben bei der Vespa 278 Kubik mit 23,8 PS. Die BMW hat einen 350 Kubik Einzylindermotor mit 34 PS. Also ein bisschen mehr Hubraum, ein bisschen mehr Leistung. Muss auch mehr Gewicht davon schaffen. Sie hat nämlich 214 Kilo Gewicht und die Vespa 160. Kleine Unterschiede noch Tankinhalt. Da haben wir 12,8 Liter, hier 8,5. Also wir haben bei der BMW natürlich eine größere Reichweite. Wir haben hier eine Stahlkarosserie, die das Ganze trägt. Eine Einarmschwinge vorne, 12 Zoll Räder. Während bei der BMW ein Stahlrohrrahmen ist mit einer Telegabel vorne, auch größere Räder. Wir haben vorne 15 und hinten 14 Zoll. Und man sieht auch schon die Ausmaße ein bisschen anders. Die Vespa wiegt 160 Kilo, die BMW ein bisschen mehr. Wir liegen dabei 214 Kilo vollgetankt. Dazu kommt der Radstand. Das sieht man, glaube ich, auch im Bild schon ganz gut. Die Vespa hat einen Radstand von 1,38 Meter, die BMW von 1,56 Meter. Ja, dann würde ich sagen, Wetter ist noch gut. Wir fahren jetzt mal los. Wir werden unterwegs dann auch die Fahrzeuge mal wechseln, damit du noch einen Eindruck auch von beiden Fahrzeugen bekommst und die mal miteinander vergleichen kannst. Und ich bin schon sehr gespannt, was du sagst. Ich habe es ja nun schon eine Weile testen können. Aber für mich natürlich auch interessant, wie jemand anders das mal beurteilt, der beide Fahrzeuge so jetzt im Testvergleich noch nicht gefahren ist. Ja, super. Ich freue mich drauf. Ja, würde ich mal sagen, beinahe gleich. Nee, also ist jetzt kein Riesenunterschied. Ich werde jetzt noch mal einen Trick anwenden und werde bei der GTS 300 mal die Traktionskontrolle ausmachen. Das macht nämlich in der Beschleunigung manchmal noch ein bisschen was aus. So, wir fahren jetzt mit beiden Rollern mal ein Stück auf der Bundesstraße, damit wir vielleicht mal so die Durchzugsfähigkeit im etwas höheren Geschwindigkeitsbereich mal testen können. So, wir sind jetzt beide bei 70 km/h, 60, und jetzt werden wir mal hochbeschleunigen auf die 100, Vollgas. 80 bei mir, 90, da zieht die BMW natürlich weg. So, jetzt sind wir zurück von unserer kurzen Testfahrt
bei doch etwas frischen, wie viel haben wir? 8 Grad, glaube ich. Ne? Ja, jetzt geht's eigentlich noch. Heute Morgen, als wir angefangen haben, war es ja deutlich kälter. Ich bin zu Hause losgefahren, da waren 3 Grad auf dem Schirm. Oh Gott. Also. Und dadurch, dass ja Marc hier alle ganz gut ausgerüstet hat mit Sitzheizung und mit Griffheizung, hat das auf jeden Fall geholfen und es hat auch riesen Spaß gemacht. Ja, und es war halt eine unheimlich interessante Angelegenheit, halt auch so zwei grundverschiedene Motorroller zu vergleichen. Ja, wir sind voller Eindrücke und die wollen wir euch jetzt einfach mal vermitteln. Ja, es sind schon sehr unterschiedliche Konzepte. Ne? Jetzt optisch gesehen, wie aber auch technisch. Also wir, sinnvollerweise haben wir jetzt hier auch schwarz-weiß. Das passt natürlich irgendwie doch ganz gut. Ich glaube, beide Roller stehen auch für einen ganz anderen Charakter. Die Vespa natürlich, klar, für ihren Charme, den sie hat. Ja, natürlich. Für die Optik. Wir beide sind ja seit, wir wollen es jetzt nicht sagen, weil dann wisst ihr, wie alt wir sind, aber seit vielen Jahrzehnten, kann man mittlerweile also, schon sagen. Also wir bezeichnen uns mal als Roller-Veteran. Ja. Und unterschiedlicher können Roller ja nicht sein. Natürlich, über Vespa braucht man nicht viel sagen. Die hat viel Tradition, die hat die italienische Lebensweise ja auch immer irgendwo bei sich behalten. Und der BMW-Roller hat ja nun so eine ganz eigene Charakteristik. Also er ist richtig modern und ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, das wäre mir zu modern, aber letztendlich ist er auch ein Motorroller und er hatte viele... Es polarisiert sehr, ne? Ja, also ich habe das ja auch bei der Vorstellung des BMW gesehen, sind Meinungen komplett aufeinander geprallt und da ist jetzt nicht nur der BMW-Roller, da würde ich jetzt alle in dieser Bauweise, ob das jetzt der Yamaha X-Max 300 oder Honda Forza, von Kymco gibt es welche, von SIM, die ja alle ähnlich von der Bauweise sind, von der Konstruktion, von der Karosserie halt nur sich optisch unterscheiden. Die Vespa hat ja so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja an sich, außer jetzt der Lambretta, würde ich mal sagen, nichts Vergleichbares zur Vespa. Ja, während es in dieser Bauweise ja schon viele modernere Roller gibt, die da ähnlich von der Karosserie und vom Aufbau her sind. Absolut. Ja. Absolut. Und deshalb gibt es sicherlich für die eine oder andere Variante Liebhaber oder Menschen, die sich dafür interessieren. Und hier geht es ja um das technische Interesse und vor allem ja um die Fahreigenschaft, die wir euch jetzt halt einfach auch mal so ein bisschen vermitteln wollen. Genau. Also optisch, wie gesagt, über Geschmack kann man ja auch nicht streiten. Ne? Manche finden das ja schöner, manche eine Vespa. Beides steht für sich. Aber technisch gibt es schon einige Unterschiede. Und natürlich auch beim Fahrverhalten. Ich werde mal heute ein bisschen dich mal fragen, wie du es gefunden hast. Weil ich fahre es ja jetzt schon eine Weile, da ist man schon dran gewöhnt. Du bist heute auf beide Fahrzeuge das erste Mal raufgestiegen im Vergleich. Vielleicht fangen wir mal mit einer Vespa an. Ja. Was zeichnet die Vespa aus und was sind so deine Eindrücke von der Vespa beim Fahren? Ja, also es war auf jeden Fall sehr spannend und hat trotzdem auch mit beiden Spaß gemacht. Also das muss man ganz klar sagen. Die Vespa, die fährt super, ist super abgestimmt, super ausgewogen. Und ich kenne es ja gar nicht mit diesen GTS-Modellen, dass die halt auch ja, so sänftenartig gleiten und wirklich handlich sind dabei. Und man hat halt irgendwie so dieses Empfinden, dass dieses Fahrzeug oder der Roller den Job da ganz alleine macht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass du von einer Small Frame kommst, also von einem 74er Schaltroller. Genau. Und ich glaube, wenn man von da kommt und auf eine GTS steigt, das ist ja schon mal eine Welt, die dazwischen liegt. Ne? Mit Automatik und mit der Leistung und auch die Karosserie. Ja. Das ist ja schon ein bisschen anders. Da scheiden sich natürlich dann auch die Geister. Ich als potenzieller Blechrollerfahrer in dieser alten, sag ich mal, traditionellen Art und Weise. Ich mag das, ich brauche das und das macht mir Spaß. Das gibt mir halt, das, was ich mir wünsche beim Motorrollerfahren. Aber natürlich ist es interessant, wenn man sieht, wie die Entwicklung weitergeht. Und natürlich, jeder mag es, wenn man ein angenehmes Empfinden hat auf einem Motorroller oder auf einem Fahrzeug. Die Faszination, die da bei einem gewissen Fahrgefühl entsteht, die ist natürlich schon hochinteressant. Und der Vergleich halt zum BMW-Roller, jeder hat so seine Vorzüge. Also es ist schwierig, da einen Vergleich zu ziehen. Beide fahren super weich, super geschmeidig, sprechen super auf das Gas an. Beide sind handlich, obwohl der BMW-Roller jetzt auch augenscheinlich ein bisschen kompakter wirkt und größere Ausmaße hat. Also das macht er wirklich sehr gut. Der fährt sich super weich. Und man muss halt wirklich aufpassen, dass man halt auch den Bezug zum Verkehr nicht verliert, weil er ist äußerst bequem. Er ist sehr bequem, er macht alles von alleine, also man braucht nur
sozusagen auf die Straßenverkehrsordnung zu achten. Und dann geht es. Und demzufolge ist er sicherlich auch ein gutes Fahrzeug, um zu verreisen. Also das kann ich mir mit dem BMW-Roller natürlich auch ein bisschen besser vorstellen als mit einer Vespa. Aber wie gesagt, immer wieder zurück halt auch auf die Vespa. Die Vespa ist super handlich, super agil, es macht einfach Spaß. Sie ist ein bisschen quirliger, also das ist so mein Eindruck immer. Wenn man jetzt hin und her steigt, und wir haben ja heute öfter mal gewechselt, dann ist die Vespa noch ein bisschen leichtgängiger natürlich. Und mit der 12-Zoll-Bereifung, der Lenker, das ist alles, also ich sag mal, wenn man ganz enge Städte hätte, Italien, kleine Gassen, würde ich immer zur Vespa greifen. Wenn es um längere Strecken geht und auch um Fahrstabilität, ist die BMW deutlich im Vorteil. Ja, natürlich. Ja, also das haben wir, glaube ich, auch wenn man jemanden noch als Beifahrer mit dabei hat, wenn die Sozia hinten Platz nehmen kann. Wollen wir gar nicht drüber reden, ist bei der Vespa nicht so schön gemacht, ne, mit den Fußrasten. Da hat man eine ganz, ganz unangenehme Fußhaltung an sich. Also verlegen sich viele auch die Fußrasten hinten ein bisschen nach hinten, wenn sie längere Strecken mit Sozius fahren. Ist nicht so super bequem. Das ist hier schon ein bisschen besser gelöst, aber allein das Fahrverhalten würde ich auch sagen, Vespa sehr, sehr gut im städtischen Bereich. Mhm. Wendiger als die BMW. Wobei die nicht schlecht ist, also hast du auch gesagt. Du bist ja auch ein paar Kurven und Kreise mal verzirkelt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die unhandlich ist. Also sie ist, verhält sich ein wenig anders, ein Ticken anders als eine Vespa, ist klar. Durch das Gewicht, denke ich mal einfach. Ja. Aber sie ist also auf jeden Fall auch stadttauglich, auf jeden Fall. Auch als großer Motorroller. Aber natürlich besticht sie dann durch den Komfort und durch die Reisetauglichkeit. Das ist auch der gerade Auslauf. Ne? Ist dir das auf der Landstraße aufgefallen? Ne? Also wenn du auf der Landstraße fährst mit 100, dann kannst du mit zwei Fingern den Lenker halten und die andere Hand, da kannst du irgendwie dann noch ein Brötchen essen, so nach dem Motto. Ja, absolut. Die hat eine unheimlich gute Straßenlage. Also der gerade Auslauf ist top. Man auch die Konstruktion des Stahlrahmens mit einer Telegabel, das ist schon ein bisschen solider. Also Langstrecke, Kurven natürlich auch, die Lage in Kurven bei etwas höherer Geschwindigkeit, da ist die BMW sicherlich auch besser. Aber trotzdem, und ich bin ja mit der Vespa auch eine Tour gefahren, es geht natürlich auch mit der Vespa. Ja, das keine Frage. Haben wir gesehen, und wer ein richtiger Vespa-Fan ist und das Fahrzeug mag, der packt sich die voll bis zur Oberkante und dann geht es auf eine lange Tour. Ja, jeder hat so seins, das ist ja klar. Letztendlich gab es hier halt den Unterschied einfach mal in einem krassen Gegensatz. Muss man einfach so sagen, das macht die Sache ja eigentlich auch so spannend und hat mir auch viel Spaß gemacht. Und vielleicht ist es für euch auch interessant zu hören, was wir da für Erfahrungen gemacht haben dabei. Ja, immer unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Ne? Da gibt es immer für und wieder. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Also schreibt ruhig mal unten rein, wie ihr die beiden Fahrzeuge findet, was euch da vielleicht noch interessiert, ob ihr noch irgendwelche Infos braucht. Also ich fand es auch sehr spannend und es ist auch wirklich lustig, wenn man von der einen dann auf die andere steigt. Wie du schon sagst, auf der hier super sänftenartig und bequem. Auch natürlich besser vorm Wind geschützt, muss man deutlich sagen. Ja. Ne? Der Windschutz hier ist sehr, sehr gut. Auch die Sitzposition sehr gut, die Positionsmöglichkeit der Füße, die man hier verschieden hinstellen kann, was man bei der Vespa jetzt nicht so hat. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Besser oder schlechter, jetzt um mal ins Fazit reinzugehen, kann man nicht sagen. Es ist wirklich, beide haben ihre Vorteile in bestimmten Bereichen. Beide haben vielleicht kleinere Nachteile der anderen gegenüber. Aber kein Fahrzeug ist besser oder schlechter. Nein, das ist wirklich eine Geschmackssache. Das ist ja auch nicht die Intention gewesen. Ja. Das kann man hier bei diesen beiden Motorrollern auch gar nicht als Aussage treffen. Wo letztendlich jeder für sich persönlich landet, nämlich da, wo er sich am wohlsten fühlt. Also wie immer am Ende Geschmackssache so ein bisschen. Ganz genau. Ich sage immer, weil mich viele auch fragen, ja, was findest du denn am besten an dem Roller oder an dem? Oder welcher ist besser, der oder der? Das kann man immer nie genau sagen. Also ich sage den Leuten immer, wenn ihr rausfinden wollt, und so geht es mir auch, was ist für dich das beste Zweirad? Ob jetzt Roller oder Motorrad, ist ja völlig Wurst. Setz dich rauf, mach eine Probefahrt und du spürst es. Ja, oder? Ja, klar, das ist doch, wenn man so ein bisschen Feeling hat. Und das passiert ja unmittelbar. Also das, genau, das geht ganz schnell. Du setzt dich rauf, bei manchen musst du nicht mal fahren. Also es gab Scooter, da habe ich mich raufgesetzt und dachte, oh, da saß ich schon schlecht drauf. Und dachte, ich brauche ich gar nicht fahren, fühle ich mich unwohl. Mhm. Ja, und bei manchen setzt du dich rauf. Also bei einer Vespa, finde ich, hat man eine super Sitzposition, auch durch diesen schnellen Einstieg, der da möglich ist. Hier muss man schon Bein ein bisschen mehr anheben, ist aber auch noch okay. Aber das war entscheidend bei beiden Fahrzeugen, raufsetzen, wohlfühlen und losfahren und ein schönes Fahrgefühl haben. Du hast ja noch einen ganz anderen Vergleich aus deiner Historie. Du hast ja, weiß ich nicht, wie viele Motorroller schon ausprobiert. Ja, Tommy, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf das Geschwindigkeitsempfinden ein. Wir haben ja doch zwei unterschiedliche Motoren mit
knapp 24 PS und hier mit 34. Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt, jetzt in der Beschleunigung oder im Durchzugsverhalten? Oder, na gut, Endgeschwindigkeit haben wir nicht gemacht, weil wir nicht auf der Autobahn waren. Aber so im Durchzugsverhalten? Ja, na, wir haben das ja auch getestet aus dem Stand auf 50. Und dann haben wir nochmal auf der Landstraße so ab 70 bis Open 100, End. Ja. Da muss man klar sagen, die Vespa ist also praktisch im Anzugsverhalten nicht langsamer als die BMW. Also du kommst mit der Vespa genauso knackig nach vorne wie mit der BMW. Da gibt es kaum einen Unterschied. Nachher auf der Bundesstraße, wo wir ab 70 dann nochmal in die Beschleunigung gegangen sind, ja klar, da war das natürlich mit der BMW schon ein anderes Fahrverhalten und da war eine andere Energie hinter, ist ganz klar. Da hat man die 10 PS auch mehr gemerkt. Ich glaube, so im städtischen Bereich ist die Vespa durch ihre kleinen Räder, das geringe Gewicht, in der Beschleunigung genauso schnell gewesen. Ja, also das hat sich nichts genommen. Also 0 auf 50 waren sie pari, ja, würde ich mal sagen, jetzt, ja, mit kleinen Nuancen. Aber da ist das Beschleunigungsverhalten ähnlich. Absolut. Bemerkbar macht es sich dann auf der Landstraße. Wahrscheinlich noch schlimmer auf der Autobahn. Und im Topspeed brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe die vor kurzem mal ausgefahren, lag bei 153. Bei der Vespa ist in der Regel bei 120, 130 Feierabend. Und da wird es auch, dann muss ich sagen, ich bin ja jetzt viel gefahren auf meiner Reise auf der Autobahn, da wird es dann auch nicht mehr so lustig. Also es macht dann auch bei 130 mit einer Vespa nicht mehr so einen Spaß. Wenn da mal eine Fahrrille kommt oder eine Spurrille auf der Autobahn mit den 12-Zoll-Rädern, da wird es dann schon ein bisschen unruhig. Und das Fahrverhalten ist dann nicht mehr so angenehm. Aber so 110, 120 kann man schon mal fahren. Ja. Mit der hier fährt man 140 und man merkt nichts. Also das ist wirklich angenehm zu fahren, kann man dann auch auf längeren Strecken mal durchfahren. Also vom Tourenbereich würde ich mal sagen, hat die BMW sicherlich Vorteile, was jetzt Sitzposition und die Motorleistung angeht. In der Stadt würde ich die Vespa vorne sehen, ein bisschen von der Wendigkeit. Ja, ne? Absolut. Auf jeden Fall. Und Spaßfaktor ist bei beiden extrem, oder? Unterschiedlich, man, aber doch bei beiden Hammer. Ne? Hat man auf jeden Fall bei beiden Motorrollern ganz klar. Ja, obwohl die BMW jetzt augenscheinlich ein bisschen größer und kompakter wirkt, ist sie aber genauso agil und genauso geschmeidig, wenn man so möchte, wie die Vespa. Beide bieten eine große Fahrfreude. Ja, ja, also Spaß haben wir auf jeden Fall gehabt heute. Das muss man durchaus sagen. Ja, ich hoffe, dieser kurze Vergleichstest zwischen der Vespa GTS und der BMW C400 GT hat euch gefallen. Wir haben versucht, mal so ein bisschen für uns unsere subjektive Meinung zu schildern, wie sich die beiden so beim Fahren anfühlen. Ergebnis war, beide fahren sich toll, ein bisschen unterschiedlich im Charakter natürlich. Optisch, da muss jeder sehen, was ihm am besten gefällt. Wir haben sicherlich auch unsere Favoriten und sind beide große Vespa-Fans. Ja, klar. Aber wenn es ums Fahren geht, ums Technische, dann hat die BMW schon einige Vorteile. Ist halt wirklich ein paar Generationen, glaube ich, vorne, was so die technische Ausstattung angeht. Da ist die Vespa doch sehr klassisch gehalten und die Updates vom Technischen her jedes Jahr oder alle 2 Jahre sind eher gering. Aber dafür ist er halt klassisch von der Optik und sieht so aus wie in den 50ern und man hat ein unheimliches Fahrfeeling, man hat einen Lifestyle, den man mit einer Vespa hat, der ist, glaube ich, durch nichts zu schlagen. Eine Community hat man, ganz viele Vespa-Freunde auf der ganzen Welt und von daher beides tolle Fahrzeuge, machen beide Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Tommy, vielen Dank. Gerne. Für die Unterstützung. Ja. Wenn ich mal wieder was habe, wo wir zwei testen, hole ich dich wieder dazu. Würde ich mich freuen. Ja, und ich hoffe, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren wäre natürlich super. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.